Meine Herren, wir haben uns sehr gefreut über den Wahlerfolg gestern in Bremen, wie Sie sicher nachvollziehen können. Lenke Steiner ist für die FDP ein wichtiger Erfolg gelungen. Das bereichert jetzt nicht nur die Diskussion in der Bürgerschaft in Bremen. Das ist nicht nur für Sie persönlich ein toller Anfangserfolg Ihrer politischen Laufbahn. Es bestätigt natürlich auch, dass der Kurs der Erneuerung der FDP, den wir mit dem Dreikönigstreffen in diesem Jahr markiert haben, dass er nun zum zweiten Mal auch von den Wählerinnen und Wählern bestätigt worden ist. Lenke hat diesen Wahlkampf mit sehr viel Einfallsreichtum während der Kampagne, aber großer Substanz in der Sache bestritten. Sie ist politisch nicht unerfahren, sondern als Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer ja in vielen Debatten voll im Stoff, gerade bei den Fragen der Steuerpolitik oder der bürokratischen Belastung des Mittelstands, einem neuen Gründergeist, auch für Technologieunternehmen, hat sie auch schon vor ihrer Zeit im Wahlkampf ja Akzente gesetzt. Das hat sie einbringen können. Wir sind stolz darauf, dass wir also zwei Dinge haben im Wahlkampf miteinander verbinden können. Die Substanz und Kontur in der Sache mit einem besonders kreativen Auftreten, das viele Menschen auch wieder neugierig gemacht hat auf die FDP und ihre jetzt auch modernisierten Schwerpunkte. Für die Bundespartei darf ich sagen, dass wir auch in der schwersten Zeit nach der Niederlage bei der Bundestagswahl uns der Versuchung des Populismus versagt haben. Umso mehr werden wir jetzt, nachdem wir etwas Stabilität durch die beiden Wahlen in Hamburg und Bremen gewonnen haben, genauso wenig oder erst recht nicht einen leichten populistischen Weg suchen. Erst recht werden wir jetzt mit der gewonnenen Stabilität nicht unsere Substanz in der Sache aufs Spiel setzen. Für uns ergibt sich als Konsequenz aus Hamburg und Bremen hinsichtlich der politisch-programmatischen Aufstellung der Bundespartei, die Richtung stimmt. Wir erhöhen jetzt das Tempo. Wir wissen, dass die größte Wegstrecke noch vor uns liegt. Aber diese beiden Wahlen haben gezeigt, dass die Richtung stimmt. Man möge sich nur mal ausdenken, wie der heutige Tag mit Ihnen gemeinsam gestaltet werden würde, wenn in Bremen eben kein Erfolg erzielt worden ist. Also alle, die sagen, das hat keine bundespolitische Auswirkung, muss man fragen, wie wäre es, wenn es kein Erfolg gewesen wäre? Was würde dann kommentiert werden, wenn das Vorzeichen ein anderes wäre? Also wir sind froh, dass wir unter diesen Auspizien mit Ihnen heute über die Lage der FDP sprechen können. Lenke. Ja, moin moin auch von meiner Seite. Ich muss sagen, heute hat die Bild Bremen so eine schöne Titelseite gehabt. Da stand FDP 100% glücklich. Ich glaube, das trifft es tatsächlich. Und ich habe so viel Unterstützung auch erfahren in den letzten Monaten von der Bundespartei, von unserem Wahlkampfleiter, von ganz vielen anderen Freien Demokraten, die uns unterstützt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was auch gezeigt hat, was seit Januar neu ist, dieser wahnsinnige Zusammenhalt, dieses Miteinander, dass man sich untereinander unterstützt, dass überall Menschen herkommen, um gemeinsam für eine Sache zu kämpfen und für ein Ziel. Und das haben wir gemacht. Ich glaube, dass natürlich auch, was uns bewegt hat, war die Kinderarmut in Bremen mit fast über 40%. Ist das wirklich katastrophal? Und das war natürlich auch ein starker Ansporn, wo wir gesagt haben, unsere Themen sind nun mal beste Bildung und auch eine florierende Wirtschaft. Denn so schließt sich auch der Kreislauf im Endeffekt wieder. Was uns von anderen Parteien unterscheidet, kann man vielleicht auch sagen, es ist eben einerseits, dass wir noch nicht rund geschliffen sind, sondern kantig und kompromisslos klar unsere Meinung sagen. Wir sagen wirklich, was wir denken. Wir sind nicht auf der Yacht nach irgendwelchen Ämtern gewesen, sondern wir haben klar Position bezogen und sind vor allem deswegen dahin gekommen, weil wir unsere Politik aus Überzeugung gemacht haben. Ich glaube, das hat uns der Bremer Bürger und die Bremer Bürgerinnen gedankt tatsächlich. Sie haben gemerkt, dass etwas Neues passiert ist, dass wahnsinnig viel in Bremen passiert ist, dass das Team dahinter steht. Und deswegen freue ich mich jetzt auf spannende 4 Jahre, in denen wir dann auch was mitgestalten dürfen. Dann kommen wir noch zu den weiteren Themen der Gremientagung. Ja, ich will zunächst noch sagen, dass wir heute, keine Überraschung für Sie, aber den formalen Akt will ich trotzdem mitteilen, dass wir heute auch Lenke Steiners Aufnahmeantrag in die FDP in den Gremien positiv beschieden haben. Nach längerer Erörterung und Prüfung haben wir uns dazu entschieden. Also herzlich willkommen bei den Freien Demokraten. Freuen wir uns sehr.
Ich will drei Punkte in der Sache Ihnen mitteilen, über die wir heute gesprochen haben, zu aktuellen tagespolitischen Fragen. Erstens die fortwährende Enthüllung über die Tätigkeit der NSA in Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst. Wir fühlen uns von unserem ehemaligen Koalitionspartner CDU/CSU getäuscht. Zu unserer Zeit in der Regierungsverantwortung mit der Union sind wir davon ausgegangen, dass es ernsthafte Bemühungen mit Aussicht auf Erfolg für ein No-Spy-Abkommen gibt. Das, was wir jetzt wahrnehmen müssen an Enthüllungen, zeigt, dass im Bundeskanzleramt auch zu einem Zeitpunkt, als auch längst klar war, dass es kein Entgegenkommen seitens der USA gibt, noch der Eindruck erweckt worden ist, man sei ernsthaft in Gesprächen. Umso mehr muss nun die Rolle dieser Behörde aufgeklärt werden. Das Bundeskanzleramt hat entweder bei der Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst versagt, sodass er ein Eigenleben entwickeln konnte, oder mit Billigung der politischen Leitung des Kanzleramtes hat der Bundesnachrichtendienst sich daran beteiligt, Wirtschaftsspionage zu betreiben oder Staatsbürger, deutsche oder europäische Staatsbürger auszuforschen. Beides für sich genommen sind skandalöse Vorgänge, die man nicht auf sich beruhen lassen kann. Die Frau Bundeskanzlerin wäre gut beraten, sie würde jetzt einen Sonderermittler einsetzen, beispielsweise einen ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, damit nicht in der Öffentlichkeit weiter der Eindruck besteht, hier gibt es die Versuche, einen Skandal zu vertuschen. Auch im Interesse ihrer eigenen Glaubwürdigkeit sollte die Frau Bundeskanzlerin das jetzt in unabhängige Hände geben, sonst bleibt etwas zurück. Zweiter Punkt, Griechenland. Die FDP bleibt bei ihrer Linie, die wir seit dem Jahr 2010 beschrieben haben. Hilfen in Europa müssen streng gebunden sein an Reformen. Solidarität nur bei Gegenleistung. Mit dieser Strategie haben wir 2010 und 2012 zeitweilig Rettungsschirme aufgespannt, unter denen dann marktwirtschaftliche Reformen vorgetragen werden sollten. Jetzt sind insbesondere in Griechenland Linkspopulisten dabei, die sich aus diesen Reformzusagen herauswinden wollen. Wir nehmen wahr, dass die Bundesregierung und die Europäische Kommission wieder mit dem Weichmacher unterwegs sind. Das Entgegenkommen, das Wolfgang Schäuble jetzt gegenüber der griechischen Regierung zeigt, signalisiert, dass er bereit wäre für ein drittes Paket, halten wir für grundfalsch. Bekommt die Regierung Tsipras falschen Rabatt, dann verraten wir die reformorientierten Kräfte in Griechenland selbst und dann würde von Deutschland aus ein Konjunkturprogramm für andere Linkspopulisten in Europa betrieben werden, die dann ihrerseits versuchen werden, sich aus den gegebenen Zusagen zu vermeiden. Für uns ist klar, Hilfen nur bei Reformen. Wenn Griechenland seinen Kurs nicht um 180 Grad wendet, dann verabschiedet es sich selbst aus der Eurozone. Das kann man nicht wünschen. Besser wäre es, Griechenland käme auf den Reformkurs zurück, wenn sich die Regierung weiter dieser Reformagenda verweigert. Dann muss die Konsequenz das Ausscheiden aus der Währungszone sein. Das ist die konsequente Fortsetzung der deutschen Linie seit 2010. Mit Sorge sehen wir, dass andere sich von dieser stabilitätsorientierten Politik verabschieden. Dritter, letzter Punkt für Ihren Hinterkopf. Wir haben sehr herzlich miteinander gelacht über das Vorhaben der Großen Koalition, die kalte Progression um 1,5 Milliarden Euro zu dämpfen. Das sind natürlich nur Krümel angesichts der extrem prosperierenden Einnahmesituation des Staates und der niedrigen Zinsen. Ich will Sie daran erinnern, die damalige schwarz-gelbe Regierung hatte für das Jahr 2014 eine Dämpfung der kalten Progression um 6 bis 7 Milliarden Euro geplant und bereits als Gesetz in die Beratungen eingebracht. Das ist dann vom Bundesrat Anfang 2013 verworfen worden mit seiner rot-grünen Mehrheit. Und jetzt verkauft Herr Schäuble 1,5 Milliarden Euro Dämpfung der kalten Progression als Entlastung
obwohl er mal 6 bis 7 Milliarden Euro bereits in Gesetz gebracht und vorgelegt hat. Also die Union und er selbst fällt jetzt, obwohl die Einnahmelage besser und das Zinsniveau niedriger ist, unter den alten Erkenntnisstand zurück. Das kann man nur als eine Form von PR-Strategie bezeichnen. Das ist kein ernsthafter Entlastungsversuch, wenn man trotz verbesserter Einnahmelage nur mit Brosam gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu punkten versucht. Dann hätte man es eher lassen können, als einen solchen Scherz vorzutragen, weil ich glaube, dass das respektlos ist, den Menschen angesichts beispielsweise steigender Belastungen durch die Energiewende jetzt ein paar Cent im Monat anzubieten. Ja, ich habe das gerade von Nils Drost erfahren. Soeben hat unser Bremer Bürgermeister seinen Amtsrücktritt erklärt. Also, alles wieder offen, wir dürfen gespannt sein.